Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer neuen Produktvorstellung. Ich habe mal das aufgegriffen, was ihr gesagt habt. Ihr habt behauptet, Algenreaktoren wären gut und genau das werden wir jetzt testen. Welcher es ist, seht ihr gleich. Ja Leute, dieses Video ist jetzt aus der Idee entstanden, beziehungsweise auf Anregung von euch, aufgrund der Tatsache, dass ich in dem kurz erklärt halt Algenrefugium angesprochen habe, beziehungsweise dann auch die Reaktoren. Ich aber selber bisher noch keinen Reaktor gehabt habe und jetzt ein Refugium jetzt nicht wirklich anlegen wollte, aus Platzgründen, aus Lichtgründen etc. pp. Aber mir wurde auch gesagt, dass die Reaktoren sehr gut sein sollen. Okay, dann bin ich dann halt auf die Suche gegangen und bin dann hier auf dieses Gerät gestoßen, Firma Dupla Marine. Die haben den jetzt frisch am Markt, Macro Resort MR 800. 800 bedeutet, dass dieses Gerät bis Beckengröße, für eine Beckengröße bis zu 800 Liter geeignet ist, von 200 bis 800 Liter. Der ist recht groß und ja, in meinen Augen ist größer gleich besser. Ist also nichts, was man mal eben irgendwo in ein kleines Becken mit reinpackt. Also ich werde da unten, werden wir nachher sehen, wahrscheinlich ganz ein arge Platzprobleme kriegen. Beziehungsweise es wird kuschelig im entsprechenden Becken. Aber ich rede wieder viel zu viel. Wir schauen uns das ganze Ding mal genauer an. Und was wir vor allem alles bekommen. Wir haben als allererstes die allgemeine Bedienungsanleitung, beziehungsweise ja, Bedienungsanleitung mit Bezeichnung, was was ist. Dann haben wir hier ein Netzteil. Lass mal eben schauen. 12 Volt, 1000 Milliampere. Brauchen wir auch nicht mehr. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon zum Herzstück. Und jetzt wird's groß. Da ist das gute Stück. Ein Riesenteil. So, den Karton brauchen wir jetzt auch erstmal nicht mehr, da ist nichts mehr drin. Und ihr seht selber, ja, ein bisschen hier den. Das Ding ist riesig. Wir haben einmal hier auf der rechten Seite, beziehungsweise für euch links, den Einlass. Den können wir hier oben dementsprechend abschrauben. Wir haben einen Kugelhahn hier unten dran, den wir uns einstellen können, womit wir die Durchflussgeschwindigkeit regeln können. Hier oben haben wir den Auslass und hier haben wir die entsprechende Aufnahme für das Licht. So, jetzt machen wir das gute Stück mal auf und schauen dann mal rein, was wir drin bekommen. Das ist mit dem, im Prinzip mit einem einfachen Bajonettverschluss hier. Die Schrauben sind zu lösen. Zack, auf. Dann haben wir hier oben an dem Auslass ein grobes Gitter, grobes Sieb, das die entsprechenden, ich sag mal, Algen nicht ins Becken getragen werden. Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Jetzt wird es wahrscheinlich etwas groß. So. Hier werden unsere Algen drauf positioniert und hier drin haben wir das entsprechende Licht bzw. das Lämpchen für die 12 Volt. Und ja, so schaut es erstmal aus. Ja Leute, ich habe das Ganze mal ein kleines bisschen hier ausgebreitet, damit wir uns das etwas genauer anschauen können. Es ist eigentlich kein großes Hexenwerk. Wir brauchen einen Behälter, wo halt Algen und Licht zusammenkommen, damit das Ganze vernünftig wachsen kann. Der Behälter hier ist recht groß. Volumen rechne ich gleich mal aus, blende ich euch unten ein, was da so reingeht. Und wir können den in das Technikbecken stellen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, das Ganze extern zu verbauen. So, wir hier haben die entsprechenden Anschlüsse hier dran, 16 mm jeweils, oben und unten. Da können wir dann mit einem geeigneten Schlauch dran gehen. Ich habe mir da einen Silikonschlauch für organisiert. Mache ich grundsätzlich, also ich nehme keine grünen Aquarienschläuche oder ähnliches. Grundsätzlich immer mit Silikon arbeiten, weil diese Schläuche geben keine Weichmacher ab. Ihr wisst selber, Weichmacher im Meerwasser ist nicht so gut. Dann haben wir hier die Kultivierungsplattform. 1, 2, 3, 4 an der Zahl. Da können wir dann nachher unsere Drahtalgen drauf positionieren. Und das kommt dann, ja, Stück für Stück werden die dann eingesetzt. Und dann im entsprechenden Reaktor platziert. So, Netzteil hatte ich eben schon gesagt.
12 Volt mit 1000 Milliampere war es, glaube ich. Und hier haben wir dann unsere LED, unsere spezielle LED, die das entsprechende Licht für unsere Algen produziert. Also es hat ein spezielles Spektrum. Gucken wir uns den Deckel noch etwas genauer an. Und grundsätzlich geht hin, überprüft alle Anschlüsse, alle Dichtungen nochmal nachschauen. Wir haben hier am Deckel haben wir auch eine Verschraubung dran. Und hier oben drauf sitzen die entsprechenden Dichtungen. Das heißt also, ich sollte grundsätzlich immer, wenn ich diese Dichtung überprüfe, nicht oben, also nicht unten festhalten, oben dran den, an der Dichtungsseite, sondern genau auf der entgegengesetzten. Ja, die Schrauben nochmal überprüfen, dass die auch fest sind und fest sitzen, weil das Ganze soll ja dicht sein. Gut, dann haben wir hier oben die Verschraubung, das ist eine Quetschdichtung für die LED. Die wird einfach nur hier oben eingesetzt, verschraubt und wenn wir die festgeschraubt haben, sitzt sie dann auch fest und dichtet ab. Ja, dass hier oben dann auch dementsprechend kein Wasser rauskommen kann. Wenn das Ganze dann bestückt ist, wird das hier aufgesetzt. Wir haben Bajonettverschlüsse dran, die wir ein kleines bisschen drücken müssen, damit wir die verschieben können. Und dann einfach das Ganze schön über Kreuz jeweils die Schrauben befestigen. Und dann wird das Ganze dann auch dicht sein. Gut, ich würde sagen, wir haben hier oben genug gequatscht. Wir gehen runter ans Becken und installieren das Ganze dann mal. Ja, Leute, ich habe hier mal so ein paar Kleinigkeiten zurechtgelegt. Und wir brauchen ja natürlich noch ein kleines bisschen. Wir brauchen einmal eine Pumpe. Dann brauche ich, beziehungsweise Folgendes. Wir haben ja die Möglichkeit, hier unten die Wasserzufuhr zu regeln und zuzudrehen, wenn wir den Reaktor entnehmen wollen. Das ist die eine Möglichkeit. Ich möchte aber über eine andere Möglichkeit noch verfügen. Ich habe mir hier ein Rückschlagventil organisiert, was man jetzt dazwischen packen könnte. Aber was ich gemerkt habe, was auch geht, dass dann dementsprechend hier dieses Rückschlagventil aufgesetzt werden kann. Also sprich, das ist hier innen drin dieser Rückschlagmechanismus, der immer wieder zuschnappt. Und genau den kann ich hier oben jetzt aufsetzen. Ohne Probleme, das dichtet dann ab. So, dann haben wir hier die Pumpe, die möchte ich auch so, wie sie jetzt hier steht, installieren nach Möglichkeit. Mal gucken, ob das so funktioniert. Und dann brauchen wir natürlich noch Kabelbinder, meine Lieblingssachen, womit ich die entsprechenden Sachen hier abdichten werde, die Verbindung. Wenn das Ganze extern verbaut wird, braucht ihr also zumindest im nassen Teil Kabelbinder und im trockenen Teil, also sprich draußen, könnt ihr auch mit Schlauchschellen arbeiten. Aber nur, wenn das dann extern ist. Niemals mit Metallschlauchschellen im Wasser arbeiten. Dann haben wir hier die Algen und noch eine Zeitschaltuhr, die ich dann anschließend für die Beleuchtung brauche. Die Pumpe läuft 24/7 durch und die Beleuchtung des Refugiums werde ich asynchron oder azyklisch zu meinem Becken dementsprechend dann machen. So, als erstes müssen wir natürlich die Verbindung zwischen dem Reaktor und der Pumpe herstellen. Und das ist eigentlich relativ einfach. Mit den Silikonschläuchen geht das hervorragend, weil die sich nämlich gut dehnen. Schön weit drauf das Ganze. Dann mit einem Kabelbinder sichern. Den Rest abschneiden. Erste Verbindung fest. So, dann haben wir hier, lasse ich mal ein kleines bisschen Luft. Gleiches Spiel. Aufsetzen das Ganze auf die Pumpe. Schön weit drauf, damit es auch hält. Gucken, dass das richtig gedreht ist. Sichere ich dann auch nochmal mit einem Kabelbinder. Schön festmachen.
Abschneiden. Ihr wisst, ich bin sowieso der Kabelbinder-Freak, ne? Ich arbeite nur mit Kabelbindern. So, und jetzt haben wir noch schön viel Schlauch für hier oben. Da läuft das gleiche Spiel. Na komm. Ist klar. Irgendwo muss es ja einmal haken, oder? So. Schön weit aufschieben. Das Ganze sichern. Und fertig ist die Kiste. Gut, das wäre jetzt die Grundinstallation. Und jetzt kommen wir zum Bestücken des Innenraums. Dazu drehen wir hier mal wieder alles auf. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze installiert kriegen. So, geht schon freiwillig zur Seite. Schön vorsichtig. Ich lege das hier mal auf Seite. So. Und dann fangen wir mal an mit der Sauerei. Ich werde jetzt in die einzelnen Etagen nicht so viel reinpacken, weil ich auch von einem Kollegen gehört habe, dass diese Reaktoren sehr potent sein sollen. Und ist wahrscheinlich schon zu viel, was ich hier mache. Also am besten, wie ihr seht, geht's draußen. Ihr seht ja auch, der Innenraum bzw. die Höhe hier von meinem Becken lässt es nicht zu, dass ich das Ganze im Technikbecken öffnen kann, bestücken kann, reinigen kann. Na, lassen wir mal. Lieber etwas weniger. Wachsen können sie dann immer noch. So. Und zu guter Letzt. Hier oben das Ganze. Jetzt können wir den Deckel wieder aufsetzen. Beziehungsweise ich werde hingehen und werde ihn jetzt zum Teil befüllen. Ich vertraue dem Rückschlagventil jetzt erstmal nicht. Mache jetzt unten zu und werde jetzt ein bisschen Wasser hier befüllen, damit das gleich nicht direkt aufschwimmt. Und darauf achten, dass das in den Reaktor geht und nicht in die Innenröhre. Das ist ganz wichtig. So, jetzt schwimmt es schon langsam auf hier. Sollte allerdings auch ausreichen. Hier ist der Wasserstand, kann man so grob sehen. Sollte dann nicht mehr ganz so viel Auftrieb geben. So, setzen wir auf. Jetzt muss ich nochmal eben gucken, wo ich den Auslauf haben möchte. Das kann man sich frei aussuchen. Was ich eben vergessen hatte zu sagen, hier vorne ist noch ein Sichtfenster, wo man von oben in den Reaktor reingucken kann. Und ich denke mal, ich wähle den Auslass so, verdrehe das Ganze und jetzt ist es wichtig, die Schrauben gut anzuziehen. Am besten über Kreuz. Ja, der Deckel geht dann ein kleines bisschen geht er runter und kommt dann an die Dichtungen dran. Das ist ganz wichtig, dass überall alle Schrauben vernünftig angezogen sind. So, und jetzt werden wir mal sehen, ob ich das hier richtig ausgerechnet habe. Das wird jetzt ein Versuch. Ja, ihr seht selber, das Ding ist recht groß. Und dann gucken wir mal, wie wir das Ganze jetzt mit allem drum und dran jetzt hier reinkriegen. Ich denke mal, ich werde den versuchen, hier reinzusetzen. Und gleichzeitig können wir dann auch sehen, ob alles das, was ich jetzt hier gemacht habe, soweit funktioniert und dicht ist. Beziehungsweise die Pumpe. Hier gehe ich hin und der Hahn ist unten zu. Pumpe lassen wir mal außen vor. Das dürfte etwas einfacher gehen. Und dann heben wir den guten Reaktor mal da rein.
Mordsteil. So, mit dem Kabel aufpassen, es darf nicht ins Wasser kommen. Und dann können wir jetzt hingehen und die Pumpe hier auf der Seite anschrauben. So, wie man sieht, das muss ich noch ein bisschen verdrehen hier. Genau. Also im allen sieht es ganz gut aus. Schlauch ist extrem zu lang. Den werde ich wahrscheinlich jetzt hier kürzen. Das sollte definitiv ausreichen. Schnipp. So, den lege ich jetzt erstmal dahin. Und dann schließe ich die Elektrik jetzt an und dann schauen wir weiter. So Leute, es ist alles installiert. Die Stromzufuhr für die Pumpe habe ich mit der UVC-Anlage gekoppelt. Da kann ich die schön dran aus und an und aus machen. Die Beleuchtung habe ich separat über eine separate Stromzufuhr gemacht, weil da eine Zeitschaltuhr dran läuft. Da werde ich auch demnächst noch hingehen und mir einen entsprechenden Power-Switch holen. Und was noch wichtig ist, blende ich euch mal mit ein. Ich habe hier dieses Kabel, läuft jetzt nicht direkt bis rüber, sondern die Verbindung sitzt hier vorne am Rohr, dass ich das dann auch dementsprechend komplett entnehmen kann, dass ich nicht jedes Mal drüben in der Elektrik rumfummeln muss, damit ich da besser drankomme und besser warten kann. Ja, schmeißen wir als allererstes mal die Pumpen an und schauen uns mal an. Ja, hier ist der Wasserstand schon etwas gestiegen. Das mit dem Rückschlagventil funktioniert also. Und ihr hört es plätschern. Da laufen die 1000 Liter durch. Die werde ich jetzt gleich hier unten so reinlegen, dass die Richtung Abschäumer laufen. Und was jetzt natürlich noch fehlt, ist das Licht. Und das Licht habe ich jetzt hier drüber. Moment. Keine Arme, keine Kekse. So. So schaut es dann aus, wenn der Reaktor an ist. Und es ist einiges an Licht, was jetzt hier unten eingetragen wird. Es ist jetzt für knapp 12 Stunden geschaltet. Also komplett azyklisch zum normalen Licht hier. Und dann schauen wir mal, was das Ganze bringt. Alles in allem bin ich damit zufrieden. Das Gerät entspricht meinen Größenvorstellungen. Was ich gesagt habe, je größer, desto besser. Und ich kann dann hier oben, wenn ich möchte, das Gerät auch mal ein kleines bisschen kippen und reinschauen. Aber alles in allem, so wie es jetzt installiert ist, gefällt es mir. Ich habe jetzt tatsächlich keinen Platz mehr im Technikbecken. Also jetzt ist Schicht im Schacht. Jetzt müssen wir gucken, wenn noch irgendwelche Technik kommt, wo die dann hingebaut wird. Alles in allem werden wir sehen, was das Gerät bringt. Ich habe momentan Nährstoffe, die etwas höher sind für meine Akkus. Die liegen so bei 0,12 im Phosphat und, glaube ich, 8 bis 10 liege ich im Nitrat. Und ja, dann gucken wir mal, was der Reaktor bringt. Und ich werde definitiv berichten. Ich hoffe, euch hat das hier soweit gefallen. Ich mache jetzt mal die Abmoderation hier unten im Sitzen. Und solltet ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches haben, schreibt es mir runter in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten, was auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Bis zum nächsten Mal, euer Viper.